Avalon, ziehst du diese Karte, dann will eine hohe magische Energie in dir erwachen. Der Monddrache weckt die Priesterin und den Magier in dir. Er reist mit dir auf die Apfelinsel nach Avalon. Folge diesem wunderschönen silbernen Drachen in die Welt deiner Ahnen. Lasse dich von ihm führen, blicke auf die lange Reihe deiner Vorfahren, auf deine vergangenen Priesterschaften, auf die Magier und Schamanen. Erkenne die Wesen, die hinter dir stehen, die Wesen, die du in der Vergangenheit gewesen bist. Nimm den Zauberer und das Wissen, den Zauber und das Wissen tief in dein Herz auf und sprich wie einst voller Weisheit und Milde zu den Menschen, die derer bedürften. Die Ritter der Tafelrunde waren alle mit der Kraft der Drachen verbunden. Sie brachten den schwer verwundeten König Artus aus seiner letzten Schlacht nach Avalon. Doch trotz hoher Heilkunst konnten die Priesterinnen von Avalon sein Leben nicht retten. Mit diesem großen König starb eine Hoffnung, die Hoffnung, der Herrschaft, der Angst Einhalt zu gebieten. Seither sind viele hundert Jahre vergangen. Jetzt ist die Hoffnung erneut erwacht. Ritter, Magier und Priesterinnen kamen einst, um ihrem geliebten König auf der Insel der Priesterinnen die letzte Ehre zu erweisen. Sie ließen ein Pfand auf seinen Grabhügel zurück und warst damals dabei, das Pfand soll dich daran erinnern. Hol es dir zurück. Meditation. Zünde eine blaue und zwei weiße Kerzen an. Lege ruhige Musik ohne Gesang auf. Lege dich hin und schließe die Augen. Nun rufe den silbernen Monddrachen. Visualisiere, wie er in deinem Raum erscheint und setze dich auf seinen Rücken. Bitte ihn, dich zu Artus Grabhügel zu bringen und höre, wie der Drache zu dir spricht. Mache dich bereit für eine Reise jenseits von Raum und Zeit. Blitzschnell fliegt er mit dir in die Höhe, ihr durchquert einen Energietunnel und landet sanft vor dem Grabhügel von Artus. Du bist auf Avalon, Artus Grab ist noch frisch. Es befindet sich unter einem sehr alten, blühenden Kirschbaum. Tritt vor das Grab und sieh, was drauf liegt. Es ist etwas, was du damals selbst dort zurückgelassen hast. Nimm dieses Pfand zurück, knie nieder vor dem Grab deines Königs, der dein Herz einst so tief berührt hat. Schau dir das Pfand an und gib es dorthin, wo es hingehört. Integriere es in dein System. Spüre die Schwingung, die es auslöst. Spüre die magische Kraft darin. Erhebe dich und gehe zu dem wunderschönen Monddrachen. Er wird dich
in deine Zeit zurückbringen. Lausche zum Abschied seinen sanften Worten. Es ist gut, dass du wieder da bist.